Hallo und willkommen zurück bei Palworld. So, wir werden noch ein bisschen Eisen sammeln müssen. Ob wir wollen oder nicht. Aber es liegt eher daran, dass wir, ein bisschen im Verzug sind mit den ganzen Sachen, die wir bauen können. Und ich würde das gern nochmal alles zumindest bauen. Weil ich denke, nach den Förderbändern wird das auch nicht nochmal ein Upgrade kommen. Oder wird es noch bessere Förderbänder geben? Dann kann ich schon mal den Generator bauen. Aber wir müssen das Schmelzen halt schon mal anwerfen. Ich würde gern, wenn man so wirklich so Teams switchen könnte, dass so zwischen Kampfteam und Arbeitsteam. Das wäre auch noch cool, das wäre so ein Feature, das finde ich cool. Vielleicht wird es das irgendwann mal mit Mods geben. Vielleicht gibt es das sogar schon. Ich gucke halt noch nicht nach Mods. Ja, aber im Prinzip, wenn es darum gehen würde, ich gehe an die Station und dann ein Klick tausche ich mein Angriffsteam gegen das Arbeitsteam aus. Weil dann würde ich dann nämlich ein Viech nehmen, was hier besser abbauen kann. Und dann vielleicht auch ganz viele von diesen Alpakas, die dann meine Tragelast erhöhen. Ich glaube, der hat hier wieder ein Problem. Ja, manchmal buggen die Viecher hier einfach rum. Ich glaube, es ist echt besser, wenn man gar keine Basis baut, wenn man alles auf dem Boden baut. Vielleicht baue ich irgendwann mal eine Drippe-Basis oder so und da bauen wir kein Gebäude drumrum. Backt hier auch schon wieder einer in dem Käfig drin rum. Naja, will halt Dinom Gesellschaft leisten, ne? Dinom ist da so alleine. Das Viech hat sonst nichts zu tun. Oh shit, ich dachte, man könnte da vielleicht aufs Dach jumpen und dann da hoch. Aber wenn wir hier so rumgehen, sind wir immer noch schneller, als wenn wir den Flieger ausrüsten. Wir haben zwei Öfen, deswegen werde ich noch eine Fuhre machen, die in den anderen Ofen stecken. Wir könnten theoretisch auch zwei Runs machen, bevor das Inventar voll ist. Ich meine, bevor die Spitzhacke kaputt ist. Ich bin auch im Überlegen gerade, den Rhythmus wieder ein bisschen umzustellen. Ich hatte das jetzt immer so, ja, 20. Folge, Doppelfolge. Das würde ich gerne beibehalten. Ich muss nur die Folgen irgendwie anpassen. Denn sonst war das immer so, die 20. Folge, also beziehungsweise jede 10. Folge war immer
im Prinzip dann immer die erste Folge, die ich aufgenommen hatte. Aber ich würde das gern ändern in die letzte Folge der Aufnahmesession. Das habe ich jetzt bei Rimworld zum Beispiel immer gemacht. Weil dann kann ich die ersten Folgen, mache ich dann immer was kürzer von den Aufnahmesession. Weil bei der letzten Folge weiß ich dann halt genau, wie viel Zeit ich noch habe und kann die dann gegebenenfalls länger machen. Ah, nicht geschafft. Der Vogel, der macht auch wieder nichts. Verhüttet. Ach, macht er das auch? Weil ich habe den gar nicht angreifen sehen. Jetzt kocht er. Lass ihn mal machen. Huch. Die Animation ist weg, wenn der Feuer spuckt. Okay, wir haben hier noch einen von denen. Die sammeln wir auch. Sammeln wir die Beacons? Himmelsdonner. Also die hier sammeln wir auf jeden Fall. Lass uns nochmal gucken, wie viele wir zum Upgraden brauchen. Ein Floppy. So, die können weg. Die fange ich zum Upgraden. Ich kann mal gucken, ob ich den mittlerweile upgraden kann oder wie viele mir noch fehlen. sechzehn brauche ich. Fehlen noch einige. Aber dann würde ich hier auch einiges vollmüllen. So, der Generator. Mal gucken, ob die auch wirklich alle helfen und hochlaufen. Okay, er kommt hoch. Sehr gut. Ich brauche 100 Metallbarren. Ich helfe mal mit. Wie lange das dauert, das zu bauen? Unglaublich.
Oh nein, unser bester Handwerker geht. Wobei, der ist, glaube ich, gar nicht Stufe 3. Ich glaube, der ist nur Stufe 2. Okay, der ist auf dem Weg. Oh, hier können jetzt sogar mehrere dran arbeiten gleichzeitig. Das ist gut. Ich bin zumindest froh, dass die jetzt alle hier hochgehen. Zumindest solange Strom herrscht. Dafür haben wir ja hier unseren Vogel, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, den dafür reinzunehmen. Weil wenn der dann sich dazu entscheidet, hey, heute mache ich Transport 3, da wäre es doch, glaube ich, sinnvoller, wobei der geht dann nachher Holz fällen. Also wenn, müssen wir den Rayhound nehmen. Dann machen wir das, damit der auch wirklich permanent nur Strom macht. So, dann können wir den aber nochmal einsortieren. Hey! Vielleicht werde ich diese ganzen, die wir auf Lager haben, auch mal los. So, wie viel Metall haben wir? Die sind durch. Was mit denen hier? Auch durch. Reicht aber nicht. Ich muss noch mal los. Hier, geh mal arbeiten. Der ist schon wieder da drin. Will einfach nur Dinom-Gesellschaft leisten. Das Problem ist, das Viech kommt halt nicht mehr raus. So, wenn wir wieder hier sind, können wir auch wieder zum Thema zurück. Damit dann immer die Rundenzahlen als letztes Folge kommen, muss ich meinen Rhythmus umswitchen. Das heißt, ich muss einmal 6 Folgen aufnehmen und dann immer 5. Oder? Ich denke schon. Bei Palworld passt das sogar ganz gut, weil eigentlich kommt die letzte Folge von Palworld einen Tag zu früh raus. Also, dass ich eigentlich nicht genug Zeit habe, wieder pünktlich aufzunehmen, wenn ich keine Schicht vorproduziere, so wie es im Moment ist.
So, wir gehen zurück. Ja, das mit der Tür ist ein bisschen unangenehm. Na, wenn ich dann eine normale Tür reinmache, kommen die da nicht rein. Und wenn ich eine große Tür mache, dann zählt das nicht. Also dann kann ich das nicht mit der Mauer verbinden, so dass es vernünftig gewertet wird. Ach, guck mal, der macht das jetzt von unten. Eigentlich keine Lust, jetzt nochmal Eisen zu holen. Ich muss mir mal ein Pal besorgen, was sehr gut farmen kann. So, wir müssen jetzt hochwertiges Metall machen. Polymerplatten. Carbonfasern. Ich könnte aber mal den stärkeren Schild machen. Macht mal den stärkeren Schild. Hier ist der gar nicht mehr drin. Das heißt, das könnte man theoretisch wegtun. Ups. Sehr gut. So, ich könnte das nächste bauen. Und dann brauchen wir wahrscheinlich wieder 100. Du baust, ich baue den Schild. Vielen Dank. Upsala, da ist der Schild mir aus Versehen kaputt gegangen. Ah, Mist. Das war so ein guter. So, haben wir noch was, was ich brauche? Ja, hier fehlt mir noch das hochwertige Metall. Will kochen. Aber hier gibt's doch gar nichts zu kochen. Steinkohle. Wo kriege ich Steinkohle her? Ich muss ein neues Biom wahrscheinlich dafür. Das Pal-Fließband. Wie viele Fließbänder gibt es denn noch? Wieso gibt es ein Pal-Sphären-Fließband 1 und 2? Ah, es gibt doch noch eine upgradete Version. Ach du Scheiße.
Ja gut, aber bis wir das gebaut haben, da brauche ich erstmal die Kohle. Das heißt, es wird erstmal das sein. Okay, das wäre aber auch erstmal das letzte Fließband. Ja, das können wir noch besorgen. Komm, dann machen wir noch mal eine Fuhre. Holen wir noch mal. Haben wir einfach hier das ganze Eisen weggeruppt. Ist das da hinten Stein oder Eisen? Ich glaube, es ist Stein. Nehmen wir den da hinten. Lol. Irgendwie habe ich das falsch gesehen. Da hinten ist Eisen. Also ich weiß, dass unten bei uns an der Basis noch einer ist. Zwei Eier noch gesammelt. Okay, da ist nichts Besonderes. Oh Gott, verdächtig. Shit, hier hätte ich noch nicht runterjumpen dürfen. Lol. Der war weg. Er geht auch immer wieder da rein.
saftiges Grün. Wir haben noch, dann können wir die nächste Föhre in Angriff nehmen. Eine Föhre holen wir uns noch. Gucken wir mal, ob es respawned ist. Ne, dann gehen wir unten holen. So, nach der Folge war es das aber mit Ressourcen holen. Dann gehen wir wieder auf Erkundung. Gucken vielleicht nochmal, wenn die Sachen gebaut sind, ob wir was bauen können. Holen vielleicht dafür noch Ressourcen. Ja. Oh. Wieso greift denn meiner nicht an? Was macht denn meiner da hinten? Du sollst die da angreifen. Ich habe ja noch gehofft, er schafft es, den Pal-Händler zu retten, aber nee. Der greift doch eher die Pals an, anstatt die Wilderer. Ups. Es fehlt auch gar nicht mehr so viel. Ha. Ups. Die ganzen guten Feuerdrüsen. Was ich auch immer für die aufräumen muss. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Das Einschussgewehr. Der Giga. Warte, habe ich den Giga? Ne, ich habe den Mega.
Also wir hätten den, könnten wir sogar bauen, wenn wir die Ressourcen haben. Das heißt Fasern, Palladium und wieder Metall. Also eigentlich nur Fasern, Palladium. Die haben wir. Hier ist das Einzelschussgewehr. Aber hatte ich nicht was anderes freigeschaltet? Doch, Einzelschussgewehr. Das sieht nur auf dem Bild anders aus. Ansonsten nur hochwertiges Metall. Also das ist der einzige, den wir machen können. 30 Palladium. Ich hoffe, das kriegen wir hin, bevor ich reparieren muss. So, wir müssen 30 haben. Ich mach die Runde noch zu Ende. Und dann muss ich Holz hacken. Weil dann brauche ich ganz viele Fasern. Ich will zumindest den hier noch wegmachen. Den machen wir nicht mehr weg. So fällen dann hier die Bäume. Ich mag das nicht, mit angeschlagenen Ressourcen zu hinterlassen. Hier müsste das so wie bei Ark gehen, wenn ich dann mit der Spitzhacke drauf umklappe, dass ich dann mehr Fasern als Holz bekomme. Ich glaube, ich brauchte 80 Fasern insgesamt und hatte ich 40 oder 30? Ich gehe auf Nummer sicher und mache das Inventar voll. So, reparieren. Oh lol, Blitz. So, den Gigawerfer. Gibt's noch einen besseren, bevor ich den baue?
So, hier ist der Giga. Ja, es gibt noch den Terra, aber der ist erst bei Level 47. Das dauert ja noch 100 Jahre. Absperrungsset. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.